Hallo Freunde des guten Geschmacks und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem neuen Let's Player des Stand It Deep. Ich bin der Mintman von den Junkie Monkeys und ich habe unsere wundervolle Anna dabei. Hallihallöchen! Ihr werdet sicherlich schon gemerkt haben, das ist mal jetzt was ganz Neues hier im Splitscreen bei Stand It Deep. Das ging leider nicht anders. Mit Steam kann man nämlich Road to Play bei Stand It Deep spielen und wir wollten das einfach mal so machen. Ich denke mal, das ist mal was für euch, weil ihr seht immer jederzeit, wer was macht. Und ich denke mal, das könnte ganz interessant werden. Der Hai will uns schon wieder. Der Hai, ne? Der mag uns nicht. Wir sind nämlich schon, also das ist jetzt, für euch ist es die erste Erfolge, für uns ist es schon der fünfte Versuch. Wir sind schon ein paar Mal gestorben. Ich habe schon ein paar Spielstunden zu Ende, es ist aber lange, lange her und die Anna ist quasi noch jungfräulich. Komplett neu. Und wir haben jetzt quasi eine halbe Stunde, bevor jetzt dieses Let's Play anfängt, damit verballert, um irgendwie zu gucken, wie die Steuerung funktioniert. Ja. So. Aber wir sind einigermaßen vorbereitet. Wir wissen jetzt, worum es geht. Also, okay. Hier ist schon mal was. Meins. Hier schon mal. Der Stock war meins. Meins. So, wir brauchen erstmal. Pass auf. Nee, die böse Krabbe, die wollen wir nicht. Wir brauchen erstmal ein paar Steine. Wir müssen uns nämlich jetzt erstmal ganz schnell das Ding hier bauen. So, das habe ich jetzt im Rucksack. Dann rüsten wir das mal aus. Hier sind Planken. Planken kannst du erstmal liegen lassen. Die brauchen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Damit brauchst du den Inventar nicht vollmüllen. Aber ich denke mal, wir haben eine gute Insel erwischt. Die Plane, wenn du eine findest, die ist ganz wichtig. Die brauchen wir nämlich für so ein Wasserding. Okay. Und die Krabben kannst du, wenn du dir einen Speer gebaut hast, das kannst du jetzt eigentlich mit dem Stück Holz machen. Im Craft-Menü. Einmal nur gedrückt. Und dann kannst du hier unten einfacher Speer. Ein Stück Holz. Weiter unten. Unterm Hammer. Jetzt bist du weit. Nee. Also nee, das war der Angelspeer. Ah, da. Habe ich den jetzt gebaut oder nicht? Oder kann ich den nicht bauen? Wieso kann ich den nicht bauen? Ich kann ihn auch nicht bauen. Müssen wir irgendwas anderes vorher bauen? Das Anmachholz vielleicht? Oder den. Nee, den Faustkeil, oder? Den Faustkeil habe ich schon. Okay, dann werde ich mal ein bisschen Holz sammeln und dann werden wir uns mal mit Lagerfeuer kümmern und Anmachholz und alles. Dass wir jetzt hier erstmal irgendeine Position haben, wo es hier läuft. Denkt dran, Juckerbüsche nicht abholzen. Ja. Bäume wachsen nicht nach, aber bei Juckerpflanzen kommen die Dinger Gott sei Dank nach. Und dann werden wir mal gucken, dass wir das jetzt hier irgendwie überleben. Jetzt wird es natürlich ein bisschen dauern. Ich brauche ein Steinchen. Steinchen! Du läufst da mit dem Knüppel rum. Steine, ja, findest du ganz, Steine findest du ganz oft am Strand oder im Wasser. Aber geh nicht zu weit ins Wasser. Ja, ich laufe doch gerade am Strand. Hier, da, hier sind überall welche. Na toll. Yeah. Hier. Oh, Mann. Na, hier ist Stein haben, oder Steinchen. Was? Steinchen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wegen Craften. Jetzt, ich brauche immer noch Holz. Ich glaube, ich muss hier mal so einen kleinen Busch platt machen. So, jetzt haben wir einen Stock. So. Willst du unsere Hütte so am Wasser haben oder mehr so? Also unser, was heißt unsere Hütte? Wir machen ja erstmal nur so einen kleinen Unterstand. Wir suchen uns nach eine schöne Insel für eine Hütte. Ja. Ne? Ich denke mal, hier ist so am Strand, direkt am Floß vielleicht, oder? Obwohl, wenn Sturm aufkommt oder wenn die Sonne wieder zur Sonne knallt, dann heißt es wieder, du musst Schatten suchen. Wir gehen lieber ins Zentrum der Insel. Anna kämpft noch mit dem Crafting-Menü. Ja, voll. Gewöhnst du dich dran? Das ist so ungewohnt. Ich habe durch das Abbauen gerade irgendwas freigeschaltet. Stufenaufstieg, Erntetechnik. Oh. Ich bin jetzt selber erblüfft, dass es hier Stufen gibt. Yeah. Aber ich kann immer noch keinen einfachen Holzspeer bauen. Kokosnuss. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Sorry. So, wir machen erstmal. Warum kann ich da wieder nicht aufschlagen? Lagerfeuer. Ich bin voll überfordert. Anmachholz. Habe ich jetzt was Falsches gekraftet?
Anmachholz. Ah, jetzt aber. Lagerfeuer. Aber ist mein Lagerfeuer. Lagerfeuer haben wir. So, jetzt. Seile. Seile. Forstkeil habe ich einen, brauche ich nicht. Dann. Was ist denn das? Werkzeuggürtel, das ist vielleicht noch unwichtig für uns jetzt. Vogelschlinge können wir bauen, das ist cool. Oh mein Gott, hier sind viele neue Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Sonst wäre es für dich ja auch langweilig. Ja, wir müssen jetzt erstmal. Muss ich jetzt erstmal. Was hast du gemacht? Ich brauche Holz. Papa braucht Holz. Wir brauchen auch die Palmblätter, weil du die Palme umhaust da jetzt irgendwie, ne? Die sind wichtig, die Palmblätter. Da müssen wir dann später unseren Unterstand mitbauen. Jetzt. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob wir jeder einen bauen müssen oder ob einer von uns beide reicht. Aber ich denke mal, einer von uns beide wird bestimmt reichen. Denke ich auch. So. Das sieht richtig geil aus, wenn du mit deinem Knackasch die Palme hochkletterst. Ich kann's wenigstens. Na komm, mach kaputt das Ding. Weg, weg, den Baum, weg. Los. Oh, da hast du ja 10 Jahre drauf. Ja. So, jetzt haben wir Material. Ich werde jetzt mal schnell das Paddel zurück zu unserem Floß bringen. Geht das überhaupt mit dem Ding? Ich glaube, das dauert extrem lange. Nee, ich hab's. Woo! Okay, hast du auch gleich einen Erfolg freigeschaltet, geil. Und jetzt nochmal separat. Ach du Scheiße. So. Ja, du musst das separat. Das wollte ich dir auch gerade sagen. Das ist dann ziemlich ärgerlich. Ja. Okay, ich kann auch einfach draufbleiben. Bin ich gerade drauf. Okay, gekommen. Ich habe jetzt schon mal Handwerk eine Stufe erreicht. Ich habe jetzt ein fortgeschrittenes Messer. Oha. Ja. Maxi, der Messermann. Der Messermann. Jetzt kann ich auch einen Speer bauen. Das okay. Ist schon mal gut. Aber mir ist jetzt erstmal nur wichtig, dass wir jetzt erstmal einen Unterstand bauen. Wegen. Da brauche ich die Palmblätter für. Was ist denn eine Palme? Ja, ich bin drüber. Ich hau immer noch drauf. Nein. Ich nehme mal schnell die Palmblätter mit. Okay. Alter, das ganze Ding mitgenommen, ne? Ja, nee, das ist ja doof. Halt, Stamm, jetzt kann. Hä, warum kann ich ihn jetzt auf einmal aufheben? Ja, den kannst du tragen, wenn der kaputt gehackt ist. So eine Palme hackt sich in 3 Teile, dann kannst du einzelne Stämme tragen. Schmeiß einfach hier hin. Und ich habe jetzt versucht, mit dem Dingsdebumsi da den Holzstamm kaputt zu machen. Dingsdebumsi. Mit dem Dingsdebumsi. Du bist schon so Dingsdebumsi. Das Dingsdebumsi ist kaputt. Aber das ist mein Missing gefallen. Oh Mann. Faustkeil, ich brauch Stein. Mal warte, wieder. Nein, du brauchst kein Faustkeil bauen. Warte kurz bitte, Anna. Aha. Ups. Ich brauch noch ein Faustkeil. Einfache Axtfasern. Hier, warte mal. Da. Hau mal bitte die Blätter kaputt von der Palme. Jawohl. Nee, das ist so eingesammelt. Ach so, ich soll sie kaputt hauen. Okay. Ich brauche die einzelnen Palmenblätter für den Unterstand. Warte mal, mache ich meinen Inventar nochmal auf. Ah ja. So. Genau, schmeiß einfach hin da. Ups. Oh Mann, ey. Bis ich da was zusammenkriege, ist die ganze Folge rum. So, sehr gut. Jetzt habe ich nämlich die Palmblätter. Ah. Okay. So, jetzt kann ich nämlich. Yucca, den darf ich nicht. Oh, jetzt fehlt mir Seile fehlt mir einmal. Mal gucken, ob wir irgendwo Setzlinge finden. Sonst geht das hier nicht weiter. Da. Da kann ich noch Seile craften irgendwie. Nee.
ist noch einer. Uff. Buff. Palmwedel. Jetzt haben wir da schon was hier. So, und jetzt, habe ich mir ein Messer fallen lassen mal wieder. Nee, jetzt muss ich erstmal. Ich habe zu viel Scheiße im Inventar. Aufheben. Sehr schön. So, und dann brauche ich jetzt erstmal. So, wie kriege ich jetzt nochmal die Fasern von den Yucca-Bäumen? Mit dem Messer. Ich habe noch kein Messer. Warte, komm zu mir. Ah, ja, ist das ein Stab. Hier vor mir liegt ein Messer. Ein fortgeschrittenes okay. Messer. Oh. Dankeschön. So, warte mal. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt schlafen drücke, ob wir beide schlafen oder aber das können wir nachher gucken. Ja. Aber wir haben jetzt schon mal so einen kleinen Unterstand. Das ist schon mal das Wichtigste. Jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, wo wir hier so ein bisschen Ressourcen sammeln. Ich würde sagen, hier am Stein schmeiße ich jetzt erstmal die Palmwedel alle hin. Also so jetzt mit dem Messer einfach auf die Palme. Ach, das ist eine Palme, das ist keine Yucca-Palme. Ja, ich habe schon wieder Standbild. Palme. Yucca. So, perfekt. Jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir hier nicht verdursten. Und zwar brauchen wir ein Wasserdings da. Dafür brauche ich Palmblätter, Seile und so eine Kokosnussflasche. Hast du schon Kokosnüsse gesammelt irgendwie mal? Ja, zwei Stück. Ich glaube, da müssen wir gleich mal welche kaputt kloppen, damit ich so eine Kokosnussflasche bauen kann. Ist okay. Aber ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich jetzt hier. Ah, es wird dunkel. Wie sieht denn das aus jetzt hier? Wo war denn das mit der Uhr? F, ne? Oh, Wasser, wir brauchen dringend Wasser. Und wir brauchen Fasern. Es wird eng. So? Oh, Unterstand. Hier ist noch ein Palm sitzen, Gott sei Dank. Kann ich den Stein auch kaputt machen mit der Axt? Nee, ich glaube, da brauchst du eine Spitzhacke für. Nee. Okay. X. Boah, das ist so ungewohnt mit dem Controller, ne? Ich merke das schon. Ich hab mich verlaufen. Wo war unsere Hütte? Da. So. Oh, nicht ausreichend. Zumindest. Jetzt? Was fehlt mir denn jetzt noch? Für das Wasserding. Das Saufen. Versterben wir hier noch. Soll ich die Kokosnuss rausschmeißen? Ja, die kannst du hier beim Stein mal hinlegen schon mal. Ich brauche noch ein Palmblatt. Das hatte ich hier hingelegt. Wo hatte ich hier noch Palmblätter hingelegt? Da. Stein. Das stimmt, wir brauchen die Palmblätter, brauchen wir dann nämlich, um den Wasserdingsterbumster zu bedienen. Schmeiß ich einfach mal hin. So, wie schmeiß ich den raus? Also bei mir geht's auf Kuh, aber bei Controller könnte das schwer werden. Schön. Okay, das war's schon nicht. Du musst das Messer erstmal aus der Hand schmeißen. Du kannst nichts rausschmeißen sonst. Ach so. So, nee, du musst das, nee, du musst das. Du hast das Messer immer noch in der Hand. Immer noch? Ja, du musst jetzt irgendwie gucken, welche Tastenkombination das ist, damit du Sachen rausschmeißen kannst. Ach so, ja, weil ich voll bin, deswegen kann ich nichts ablegen. Okay. Wenn du willst, können wir uns jetzt auch kurz mal zum. Ich drücke jetzt mal schlafen, ja? Weil es wird jetzt dunkel. Ja. Erstmal speichern.
Dann kann ich mal eben ganz kurz auf meinem Foto nachschauen, wie ich Und Gegenstände jetzt rausschmeiß. schlafen. Gegenstand Du ablegen. musst nah bei mir So, sein. so. Oh. Du musst Oh. ganz nah zu mir kommen, sonst können wir nicht schlafen. Kuschel dich Da. an mich ran, Baby. Hehe. Speichern. Und schlafen. Dann müssen wir uns gleich um Lebensmittel morgen kümmern und um Wasser. Okay. Oh, ist immer noch ein bisschen duster, aber die Sonne geht gleich auf. Oha. So, versuche ich es nochmal. Kokosnuss? Warum kann ich das nicht rausschmeißen? Ist doch nicht. Ja, jetzt, jetzt. Ah. Genau, lass den Stamm da. Jetzt hast du wieder aufgehoben, oder? Genau, jetzt schmeißt die Kokosnüsse einfach, Ja? aber in eine andere Ecke, nicht alles auf einen Haufen. Egal. Ich sortiere das. Ich Maxi sortiere macht das. das schon. Ich mach das dann. So, ich muss jetzt erstmal, ganz wichtig, dieses Wasserding bauen, aber wir brauchen dafür Steine. Und ich hoffe, dass hier noch genug Stein liegt. Ja, Gott sei Dank. Ich habe sogar 5 Kokosnüsse. Oh, du Maschine. Dann müssen wir jetzt erstmal. Ich will jetzt nichts craften. Nee, nicht craften. Ich will nur mein Messerchen. Zuckerpalme. Nee. Kokosnuss Doch, die laufen aufheben. auch irgendwie so. Yucca. Und jetzt? Nee, nicht abholzen, was muss ich drücken? Nee, springen wir es auch nicht. Ups, habe ich das Messer fallen lassen? Nein, wo ist es denn? Hast du wohl nicht mein Messer weggeschmissen? Doch. Aus Versehen. Ich kann nichts dafür. Ich habe das aus Versehen weggeschmissen, Herr Richter. Aber wenn ich nur draufschlag, dann geht sie doch kaputt, oder? Mit dem Messer auf die. Nee, nur, du hast ein Messer und jetzt gehst du hin und schlägst drauf. Dann fallen nur die Fasern ab. Ach so. So, jetzt sind die Fasern abgefallen. Jetzt kannst du die einsammeln. Ah. Und wo sind sie jetzt? Ja, die liegen da so Ach, verteilt. Die da sind war immer irgendwas. Ah schlecht zu ja. finden dann. Jetzt habe ich meine Kokosnuss wieder fallen lassen. Das ist nicht so fein. Und. Nein, ich muss jetzt gucken. Wie baue ich diese blöde Flasche? Verbrauchsmaterial. Nur einfach. Da war noch was? So einfach. Und ich stehe hier die ganze Zeit und mache ein doofes Gesicht. Jetzt habe ich kein Seil mehr. Hast du noch Yucca-Palmen? Ja, ich habe gerade welche gesammelt. Kannst du mal Seile craften? Ja. Genau da. So, schmeiß einfach hin. Ich brauche nur ein einziges. Ah. So, dann kann ich jetzt. Wieder eine Palme. Ich baue den einfach jetzt mal hier hin, den Wasser auf, so, oder? So. Okay, und jetzt brauchen wir Palmblätter. Palmblätter? Ja, hau einfach mal eine Palme mit der Axt um. Zwei, drei Stück. Wir Warte, brauchen die. ich hab noch im Inventar. Ja, dann schmeiß sie mal hier in den Wasserdingsdabungs rein, dass der Wasser produziert. Aber nur so eine fette muss ich die jetzt wieder Du musst sie vorher zerhacken? klein hacken. Okay. Gott, da So, stand und ich Bild. muss jetzt mal kurz gucken wegen Essen. Grillspieß. Da brauchen wir einen Steinkreis. Lagerfeuer, Steinkreis. Okay. Denk nebenbei daran, dass du auf dein Öhrchen guckst. Nicht, dass du hier verreckst. Wie auf mein Öhrchen? Auf deine Armbanduhr. Wegen Hunger und Durst und hast du nicht gesehen. Ach so, dafür ist die Uhr. Ja, die zeigt dir alles an. Oh mein Gott. Wir werden sterben. Wie habe ich denn die Uhr aufgemacht nochmal? Armbanduhr. Y. Ah ja. Durst ist schon ziemlich unten. Nahrung geht noch. Darum geht noch? Okay. Smoker Steinkreis. Es fehlt jetzt echt an Material, vor allen Dingen an Stein.
Ja, wir können uns ja erstmal von Kokosnüssen ernähren. Bis wir so, grün und blau das sind. Wasser ist voll. Ich suche gerade mal ein paar Steine hier. Hast du noch Steine? Nee, ne? Nee. Aber wir haben trotzdem relativ wenig Joghurt drauf, ne? Auf Ja, der es ist Insel. immer auf den Inseln, immer schon. Das ist ganz wenig. Die wollen dich ja förmlich zwingen dazu, dass du hier andere Inseln anfährst. Ja. Kann ich jetzt so eine Kokosnuss einfach Einfach in den Wasser? mit dem Messer draufkloppen. Okay. Weiter, immer weiter. Jetzt in der Hand Ah nehmen. ja. Inventar öffnen. Trinken. Trinken. Trinke ich denn? Nee, soll ich sie fallen lassen? Weil dann trinkst du das, und wenn du die leer getrunken hast, kannst du die aufkloppen. Also wieder hinschmeißen, aufkloppen, und dann kannst du die Schalen essen. Gegenstand benutzt. Ah, jetzt. Das hat geholfen. Okay, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir jetzt hier erstmal Yucca hast du nicht mehr, ne? Nee. So eine Palmensetzlinge, ne, die hier auf dem Boden sind. Die machen auch so eine Faser, aber immer nur ein Stack. So ein, nicht ein Stack, ein so ein Ding. Palmensetzlinge, die sind auf dem Boden. Genau, lager das also mal die da. Wedel nicht. Die Wedel, die aus den Wedeln kannst du das nicht machen, aber wir brauchen die Wedel für das Wasserding, sonst funktioniert das nicht. Aber ich würde sagen, da gucken wir uns das mal genauestens in der nächsten Folge an. Oder? Ja, hört sich gut an. Das hört sich gut an. So, meine Freunde, das war es auch jetzt schon. Unsere erste Folge ist für den Dieb. Ich hoffe, wir haben uns nicht komplett blamiert und ihr habt euch nicht gedacht, okay, wir schalten lieber ab bei dem Chaos. Wie gesagt, aller Anfang ist schwer, aller Anfang ist meistens etwas langweilig, aber in unserem Fall natürlich nicht. Ihr konntet euch halt, denke ich mal, sehr gut über uns amüsieren. Wenn ihr in Zukunft keine Folge von Svenedy mit uns beiden Chaoten verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid immer auf dem Laufenden, wann es weitergeht. Wir verabschieden uns von euch, wünschen noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüssi!